Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My and Travis Sparks of Hope, The Last Spark Hunter. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu My and Travis, The Last Spark Hunter. Ja, beim letzten Mal haben wir unten links den Bereich hier komplett einmal gemacht. Und natürlich auch noch Brostellas Planetenportal. Ich habe die Golem-Herausforderungen ausgerechnet jetzt schon gemacht. 6 Münzen fehlen uns noch. Ich habe nachgezählt. Aber ich sehe hier nur 5. Das heißt, es gibt wieder eine versteckte Münze. Die Rabbits selbst, also die Sparks hier, die geben ja nicht bedingt eine Planetenmünze. Also in der Hinsicht müssen wir wahrscheinlich noch irgendwo suchen. Vielleicht haben wir auch Glück und finden so die versteckte Münze. So. Jedenfalls. Da im Bereich haben wir gemacht. Haben da den kleinen runden Freund gerettet. So, und jetzt muss ich die grünen Münzen einsammeln. Ja, fahr doch. Er kann sich aber auch anstellen. Okay, die grüne Planetenmünzen-Herausforderung, die war geschenkt. Ja. So, von der Karte her gibt es 3 Orte, die ich für die versteckte Münze einrechnen würde. Den hier. Diese Windsinsel hier, dass man da eventuell auch irgendwie anlegen kann. Oder im vorherigen Bereich hier eventuell, dass man da irgendwie hin kann. Aber das bezweifle ich am ehesten. Du verstehst das nicht. Die Melodiengärten sind Musik. Sieht das so aus, als ob ich da rüber könnte? Nee, und es sieht auch nicht so aus, als ob sich da was versteckt. Hier will auf jeden Fall ein Bomben verprügelt werden. Den ausgestoßenen Trotzen. Überleben, ich habe jetzt schon keinen Bock. Okay, der steht jetzt da unten. East Bomb Bomb. Ich krieg ihn noch getroffen. Und Flammenwurf. Ja, komm, steck den an. Ja. Jetzt gibt das Feuer wieder zurück. Schade, wäre zu viel des Guten, ne? So, ich habe den Trupp da einfach mal lethargisch gemacht. Loser. Die Bonbons, die ignoriere ich mal nach Möglichkeit. Da kommt die Armee. Ich hätte eigentlich auch gehofft, dass der sich zuerst bewegt, ne? Nee, bleibt mal da unten. Da seid ihr gut aufgehoben. Gut. Oh. Soll ich mal was Verwegendes? Schön, dass sich die Spark-Energie aktiviert hat. Was mir jetzt gerade überhaupt nichts bringt. Oh, Feuer frei! Sonst noch wer? Jawohl, das trifft noch.
wie ihr hofft. So, dann werden wir mal den Kanonikus los. Und sich dann auch direkt. Nur Ballast. So, tschüss. Ja, den Bomber können wir ignorieren. So, ich gebe euch meine Aquavelle mit. Zu dem Zeitpunkt ist jetzt nicht sonderlich spannendes passiert. Sind halt ein paar Bonbons gespawnt und das war es eigentlich auch schon und die sind halt gelaufen. Ich habe mich jetzt ans andere Ende der Map verkrochen. Damit ich hier schön irgendwo in Sicherheit bin. Da oben spawnen jetzt auch wieder eine ganze Bomb-Brigade. Aber hey, wir haben die Hälfte schon mal geschafft, Leute. Och nö, warum ein Kanonikus? Stehen so nah an dir dran, die werde ich einfach mit dir in die Luft jagen. Gut. Man könnte ja aufhören, alle zu treffen. Ich bin hinter einer Deckung, hört auf, durchgehend zu treffen. So, Krabumsa. Das war schön. Ich weiß genau, was ich mit euch mache. Ja. Autschen. So, Kumpel. Ich mach dich mit einer Aqua Welle hier platt. Und mit dem Feuereffekt, den ich mir schon mal draufgepackt habe, mit Spark-Energie obendrauf, mache ich jetzt noch hier oben den Frost-Tiny kaputt. Der sollte daran verrecken. Mit Glück rennt er in seinen Kumpel rein. Viel zu leicht. Schade. Aber er ist trotzdem RIP. So, hier wo ich bin, wollen jetzt die letzten Leute spawnen. Ich muss vom Prinzip her nur die Runde überleben. Heißt eigentlich so weit wie möglich weg. Leute, man sieht es schon, ich habe mich gut genug positioniert. Die kommen nicht mal ansatzweise zu mir hin. Also, GG, haben gewonnen. Easy. Danke für die Planetenmünze und danke für das Prisma. Ist okay. Habe ich gerade noch ein Prisma erhalten? Nee, ich habe die Schallbausuka bekommen. So, wo führt mich das hin? Ah, zu den Kumpel da oben. Okay, haben wir wieder das nächste Rätsel. Das ist die Finalkanone. Wir müssen uns erstmal das Ei besorgen. Das liegt dort. Und spare Weg. Bereit. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, hier kann man doch bestimmt laufen. Ich bin unterwegs. Ich will mal was ausprobieren. Wir werden wieder sehen.
Ach, so macht man die Dinger frei. Ich wollte das mal länger ausprobieren, ob man vielleicht einfach nur auf den Dingern drehen muss. Geh weg von mir. Finsterzeit am Strand. Na gut, müssen sie so oder so irgendwann machen. Komm her. Warum ist das auch Überleben? Ach. Warum ist es schon wieder Überleben, Leute? Das habe ich verbrochen. So, Tschüssikowski, ihr zwei. Keine Chance. Oh ja, das nutze ich. So, kommt doch her. Zum Glück sind sie wesentlich weniger als bei der Schlacht gerade eben. Okay, ich verstehe schon. Oh, Tschüssikowski. Minus 1. Muss mich ja nur gegen eine Richtung verteidigen. Warum kommt sowas zuerst raus? Warum? Das ist doch einfach nur dazu da, meinen Blick zu verschwenden, das blöde Biest. Warum konnte nicht der zuerst rauskommen? Aber schön zu wissen, der Effekt vom Golem, der überträgt sich auch noch auf den Blick in der gegnerischen Runde. Ich habe den mit Luigi tot gegrätscht. Das ist sehr interessant zu wissen. Sayonara. Runter mit euch. Wenn sie runterfallen, passt das schon. So, der wäre RIP. Seinen Schuss nutze ich für Luigi. Kann ich den vom Weiten gut snipen? Genau, komm näher, dann kann Rebella dich finishen. Minus 1. Man kann deren Mechaniken so extremst gegen sie nutzen. Also ich will ja nichts sagen, ne, aber die Schlacht, die wird geschenkt, weil ich gefühlt 4 Runden einfach pennen konnte. Also in der dritten Runde habe ich einfach nur den Haufen da oben weggekriegt oder danach war geschenkt. Danke dafür. Ist hier irgendwas versteckt oder ist hier wirklich einfach nur der Krampf? Die Bewohner von Hortus Melodicus hören niemals auf, für das Biom zu kämpfen. Kann ich da hoch? Nö. Leute, es ist einfach nur interessant, ne? Dass ich erst nach Abschluss der Hauptstory begriffen habe, wie man diese Kreisedinger nutzt. Ich dachte, die ganze Zeit, man braucht eine neue Funktion, einfach draufstellen und drehen. Da denke ich doch nicht dran. So, wohin schleuderst du mich? Ist hier irgendwas? Wenn nur die Kanone wäre ja sinnfrei. So was versteckt ist? Nö. Ah. Hier kommen da ist Teil für da unten. So. Viereck ins viereckige Loch. Damit das Teil dann freigelegt. So, das Teil habe ich jetzt gerade umgedreht. Los. Das ist einfach nur dazu da, mich wieder rüber zu pusten. Jetzt haben wir das Ei. Und das kommt halt zum Auge, ne? Und dafür kann ich mich jetzt hier wieder rüber schleudern. Feuer frei. Dafür haben wir hier den Weg freigelegt. Ja, easy Rätsel.
der kleine Kumpel wäre damit dann auch frei. Muss ich nur noch hinkriegen, das Teil auch zu werfen. Und tschüss! Ja, er ist frei. Ist hier noch irgendwo was? Da will man rübergeschleudert werden. So viel ist sicher. Okay, damit wäre der Bereich auch abgeschlossen. Müssen wir jetzt noch hier hin und dahin. Komme ich denn da überhaupt durch? Ja, da ist ein Torbogen. Hä? Wie in den Melodien her? Das hat gerade keinen Sinn ergeben. Oh, guck mal! Der Professor ist auch hier! Oh, dein Himmel sei Dank! Kein Augenblick zu früh! Mein Rucksack ist fast völlig durchnässt! Ich habe ein faszinierendes Stück Geschichte gefunden! Und vor allem ein weiteres Rätsel, das gelöst werden will! In einem blockierten Geist findet man meist nicht die Muße zur Komposition. Geh und mach ihn frei, wo immer der Hinweis auch sei. Er sucht einen Platz in deinem Kopf. Was bedeutet das? Seht ihr diese Blöcke dort? Sie müssen irgendwie anhand dieser Symbole platziert werden. Aber wie? Ich vermute, es gibt Hinweise. Nicht hier, aber zwischen den Ruinen. Auf den vielen Inselchen um uns herum. Ich würde dir bei der Suche helfen, aber mein Rucksack ist nass geworden und viel schwerer als sonst. Nicht neidisch werden, Professor, aber wir haben jetzt ein Boot. Überlassen Sie uns die Hinweissuche. Ich könnte auch einfach Trial and Error machen. Ich meine, so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt's ja nicht. Ist hier noch ein versteckter Block? Nee. Wie gesagt, ich kann einfach Trial and Error machen. Okay, die das funktioniert so nicht. Na gut, muss ja dann nicht unbedingt sein, dass die Blöcke auf den Symbolen stehen müssen, ne? So ein komisches Konstrukt hier schon wieder. Allegra kam zum Konzertteich, um ihre Biophonie zu dirigieren, und wir schlossen uns ihr an. Die Musik war laut und weithin zu hören. Plötzlich schlug der Teich große Wellen und ein wundersames Ungeheuer tauchte aus dem Wasser auf. Okay. Da oben ist wieder ein dreckiger. Warum soll ich den Kampf mit dem wollen? Sind da wirklich irgendwo Hinweise? Irgendwo zwischen den Inseln hieß es. Wir müssen das Rätsel da ja nicht unbedingt jetzt machen. Was hat's mit den Dingern eigentlich auf sich? Ist auch wieder eine Insel zum Betreten. Dolores Zeichentisch. Wie viele unaussprechliche Monstrositäten sie hier entworfen hat, möchte ich lieber gar nicht wissen. Sie nutzt keinen Gymnastikball als Stuhl, also leidet sie wahrscheinlich unter Rückenschmerzen. Gut. Ist aber nicht nett. Och nö, geh weg. Okay, den Weg nach oben suchen. Bitte rette den Spark. Ein Glück, dass ihr kommt. Da ist ein armer kleiner Spark in dieser Finsterzeitpfütze gefangen.
Okay. Ja, versucht ihn zu befreien, aber wegen dieser Förderbänder komme ich nicht nah genug dran. Beepo, meine Analyse hat ergeben, dass der Spark als Energiequelle für einen komplexen Mechanismus verwendet wird. Das muss ein wirklich mächtiger Spark sein. Vielleicht besitzt er so eine besondere Fähigkeit. Ich wette, er wäre eine große Hilfe für euch. Hm. Und wenn die Fähigkeit darin besteht, Enten zu hüten, wir werden diesen Spark retten. Vielleicht könnt ihr die Förderbänder mit Schraubenschlüsseln anhalten, indem ihr sie in den richtigen Mechanismus steckt. Ich lasse mal einen hier für alle Fälle. Wo stecken wir den denn rein? Einfach dazwischen, ne? Damit es kaputt ist. Da ist ein Block, der will doch irgendwo hin. Warum gammeln hier diese Bonbons? Die sind doch nur dazu da, mich zu nerven. So, den da drauf. Da will nur irgendwas gegossen werden. Der will irgendwo rein. Wieder den rein. Wo war denn hier irgendwas in der Richtung? Bin übrigens Beepos Meinung. Ne? Auch wenn die Fähigkeit von ihm darin beständen würde, Enten zu hüten. Ich würde ihm trotzdem helfen. So, jetzt ist da offen. Warte mal, das da könnte doch da die Lösung für das eine Rätsel sein. Ach, geh doch weg. Diese kleinen Gegner, die irgendwo rumlaufen, die sind doch ernsthaft wirklich nur dazu da, mir meine Zeit wegzufressen. Die haben doch keinen anderen Nutzwert für dieses Spiel. Die sind halt nicht mal schwer, die nerven mich einfach nur, wenn sie da im Weg rumstehen. So, dann retten wir jetzt noch den Spark hier heute. Ja, Dämmerung in Dolores Dojo. Was sind denn das für komische Dinger? Diese Finsterzeit Kleckse? Dolores schützt damit einige Bodenschalter. Wir müssen alle Kleckse zerstören. Da helfen leider nur Bonbons. Anschließend müssen wir die Bodenschalter aktivieren, um den Spark zu befreien. Ach, Dinger. Ist das ein Eisgrätsche oder was ist das? Mir nach. Ich krieg dich. Eins. Muss ich unbedingt draufwerfen oder reicht es, wenn ich daneben werf? Daneben reicht aus. Finden die restlichen Schalter alle. Da sind zwei. Da sind Nummer zwei und da hinten sind Nummer zwei. Im Prinzip können wir einfach von links nach rechts wandern. Oh. Sayonara. Mach ich jetzt platt. Bin auf jeden Fall erfolgreich hier rüber gewandert. Jetzt brauche ich hier nur einen Bonbon. Den hätte ich eventuell noch gebraucht. Wäre schön, wenn die Bonbons nicht die ersten wären, die sich bewegen. Genau, von denen wollte ich es eher. Ja, die Teile spawnen wahrscheinlich neue Bonbons, damit ich die Dinge überhaupt freispringen kann.
So Leute, es hat lang genug gedauert, aber endlich steht einer von denen mal günstig. So, einen Knopf schon mal gedrückt. Den zweiten sollte ich auch direkt drücken können. So, Leute, 4 Knöpfe sind gedrückt. Jetzt können wir eigentlich hier einfach runter und direkt den nächsten drücken, tatsächlich. Krass. Komm her! Manchmal heben die einfach nicht auf. Dreh ich mich auf. Und nächster Knopf gedrückt. So, Leute, dann wurzeln wir die mal weg. Treffe ich noch irgendwen oder irgendwas? Ja, die Bonbons, aber warum sollte ich die kaputt machen wollen, ne? Mal mit dich noch hier oben eben kurz fratze. Boah, Leute, die Schlacht, die ist einfach nur nervig, ne? Es ist nicht mal wirklich ein Kampf. Es ist einfach nur, warte 10 Jahre, bis endlich mal die Bonbons zu dir kommen. Was anderes ist das hier nicht. So, den Grätschen. Nehmen. Tschüss. Geschafft. Wie viele Runden ich warten musste, bis die Bonbons endlich mal da waren. So, der ist gerettet. Aktiflitz. Oh, danke. Ich hatte wirklich keine Lust, Energiequelle für dieses scheußliche Maschinen zu spielen. Kein Lebewesen sollte gegen seinen Willen als Batterie dienen. Ein schrecklicher Gedanke. Wie dem auch sei, bei uns bist du sicher. Ab jetzt kannst du deine Kräfte dafür nutzen, an unserer Seite Gutes zu tun. Brauche ich so einen Rasereitypen? Gefühlt irgendwie nicht. So, ich gucke jetzt gerade hier noch in der Ecke. Vielleicht irgendwie noch was zu machen hier? Nee. Okay, hier fehlt nicht mehr so viel bei dem Spiel. Halt hier noch die Ecke. Da ist ein Spark. Und hier oben das Rätsel, wofür ich erstmal gucken muss, was ich da genau machen muss. Ja. Uns fehlen jetzt auch nicht mehr so viele Planetenmünzen. Uns fehlen nur noch 3. Und 2 davon haben wir hier gerade mehr oder weniger offen. Die größere Frage ist halt einfach, wo die dritte ist. Ich vermute entweder hier hinter in dem Gebiet. Da eventuell wäre auch eine Möglichkeit. Oder dass hier hinter ein Gebiet ist, was man nicht sieht. Und dass da eventuell die letzte Planetmünze ist. Das könnte halt sein. Na gut. Ich würde dann aber sagen, für heute war es das dann jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde wahrscheinlich beim Rätseltypen starten.